Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play. Den letzten auf Zelda. Skyward Sword HD. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Genauso wieder gute 10. Guten Tag. Der natürlich auch wieder am Start ist und heute auch wieder dran ist zu spielen bei dem Part, wenn er will. Das wäre natürlich. Wo war es stehen geblieben? Wie war da was stehen geblieben, dass wir das letzte Mal den roten Vogel gerettet haben, wieder jetzt auf die Insel geflogen sind und da jetzt wir mal wieder auf den sehr sympathischen Badeguss stoßen sind. Ihr erinnert euch, nicht der Asse an der Stelle? Mit roten Haaren. Gegen einen Typen, den wir auf seine schöne Frisur angesprochen haben. Ja. Und an der Stelle geht's nun weiter. Hey David! Ach, du hast ein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nixkönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst? Hä? Und jetzt haust du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und Essinger seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Das ist ein Neides. Bardo rettet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Hihihi. Ha! Der Sieger der Zeremonie und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paarschal. Paarschal. Ja, Paarschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mit dieser Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Den Paraschall, den sie selbst getragen hat. In meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Hach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide. Ungestört. Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Fuck. Wir beide? Wie? Ganz allein? Ja? Ja. Ja. Ja, also David, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Ein richtiger Überflieger. Dein Witz flog nicht hoch. Er hat das im Fliegen veranlasst, okay, verständlich. Ja, natürlich. Na, schau mal, jetzt ist deine Premiere da. Moment, wird die bei meiner Premiere auch, Moment. So, ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. David, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Na klar. Für dich tue ich alles. Auch ein Friseur tun, also... dass ich dir die Haare schneide. Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, David. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, David, bis gleich. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde David nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind wir alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen,
der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht, die Falltaste nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in einem Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr Regeln verstanden? In der Tat haben wir das. In der Tat. Gut. Der Sieger rückt in der Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25. Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Aufzeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt insbesondere für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze. Los! Was hast du? Easy! Schon wild, so rumzufliegen, ne? Ist heftig. Das ist das erste Mal, dass ich gerade fliege, ne? Und das war gleich hey, in einem Wettkampf. Wird angegriffen! Der Wettkampf jetzt gut ausgehen wird. Boah, schau mal, wie die mich angreifen. Ja, müssen sogar angreifen hier und dann mal. Aber ich darf nicht angreifen normalerweise. Ja, weil nicht einfach so ausnutzen. Okay, ja. Tue ich nicht, schau mal, ich bin Erster. Okay, perfekt. Weiter. Wo steht das? Ja, der ist noch jemand vor dir da nicht. Ja, ich muss den geben. Ach so. Aber man schau mal, wie die. Ja, okay, die dann hier. Du machst das alles gut. Ja, dann nutzt er die. Du ist ja wieder nachgeladen. Die Federn-Dinger da. Was musst du den fangen oder was musst du? Keine Ahnung, was ich damit machen muss. Ja, also ganz lappen tut das Rumpfliegen ja auch noch nicht, aber immerhin sind wir auch noch im Prozess dabei, zu herauszufinden, wie genau das funktioniert. Ah, schau mal, man muss fangen. Oh. Hätte ich fast gehabt. Hätte ich nur gedrückt. Das ist ein Uff. Wo sind die anderen alle hin? Die sind hinter mir. Diese Noobs. Ja, musst du dir beeilen. Das ist nämlich schon bei der Stick nah. Oh ne. Oh, ich bin Fliegen. Voll schlecht. Was hast du? bist du sehr, sehr nah. Hab ihn! Easy! Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Denkst du. Oh, schau mal, wie der angreift, dieser Arsch. Entschuldigung. Du warst es, dich mit Bardo anzulegen. Nimm dies, Kleiner. Oha, die teamen.
Ja, das ist schon asozial. Oha. Das werfen dich auch noch ab. Ich glaube, du musst den ausweisen. Ja. Ja, es ist witzig, wie egal, muss man auch noch Sachen ausweisen. Schau mal, wie die schummeln. Die sind eh disqualifiziert, diese Kleinen. Sollten wir. Zumindest hoffst du, dass sie disqualifiziert. Ja. Warte, schau mal, jetzt habe ich das. Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dies als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettflugs aus. Zelda wird sich dieser freuen. Natürlich wird sie sich freuen. Natürlich wird sie sich freuen. Sie wird sich gleich noch mehr freuen. Damit. Okay. Wie die sich gönnt einfach. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, David. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. So. Jetzt sind die meine Haare wenigstens auch wieder komplett, weil die waren gerade ein bisschen out of the Pixar. David, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Hui, das sieht ja schön aus, die Figur. Schöne Hafenmusik. Die ist sehr angenehm. Große Göttin, die uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte senkt dir die Göttin ihren Segen. Auf dass die Winde dir und deinem Wolkenflügel stets gewogen sein mögen. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel, tanzend im Wind für dich. Du hast den Parastahl erhalten. Und ihn kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabbringst. Er riecht vertraut. Ah ja. Okay. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Parasal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Saal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewählt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass auf ihn gut auf, ja? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Danke, David. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, da war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Ich hab Angst. Weißt du, was du tun musst? Natürlich, weiß ich doch immer. Du weißt doch gerne, was du tun musst. Das gefällt mir. So kenne ich das. Ah ja. Oh, das war es auch so knapp, ne? Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Parasal zu öffnen. Öffne den Parasal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Nö, eigentlich nicht. Boah, das ist so asozial.
Einfach runtersüpsen. Easy. Ja, sonst wäre ich tot, oder? Hätte ich es nicht geöffnet. Ja, safe. Sonst wäre ich doch auf die Fresse gefallen. Obviously. Ah ja. Sag mal, David. Jetzt hast du schon gewonnen. Schon so. Das Wetter ist schön. Auch der Wind bläst. Ist es da? Nein. Böse. Also, wie wär's mit einem kleinen Austritt über den Austritt über den Wolken? Austritt. Natürlich. David, hör mal, David. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Ich glaube, der Tag sollte noch um einiges unschöner werden. Weißt du was, David? Deine Hose ist nass. Du und ich, wir. Oh no! Netten Bardo ist jetzt richtig sauer, so richtig mad. Warte mal. Ein Sandsturm. Was sind denn in den Wolken? Da gibt's auch keinen Sand. Ja, die sind auch gerade confused, was das ist. David! Oh no, jetzt ist unser Cross weggesogen worden. Das ist schon kritisch. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. David! Siehst du nichts oder wie? Ist ja alles. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. David. Da war ich alles nur im Flügeltraum. Uff. Endlich bist du aufgewacht. Als der Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht so aus, als hättet ihr keine große Verletzung davon getragen. David, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Er hat schönes Zelda-Merchandise. Schleichwerbung. Ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Der war gelb, aber okay. Darf das schon nicht so sehr anstrengen. Hör mal damit. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Nee. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Sixer geträumt. Interesting.
Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei. Die Nacht ist finster. Bei diesem Licht werden wir nichts finden. Die Nacht ist finster. Weisheiten mit Gepora. Aber wieso, David? Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. David sieht aber nicht so überzeugt aus. Was hört man hier? Was da in der Tür sein wird, das erfahren wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Uns wird freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet und natürlich einen Daumen hoch da lassen würdet, falls euch der Part gefallen hat. Das wäre natürlich schon sehr ehrenhaft. Wir bedanken uns ansonsten soweit fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Tschüss.